Willkommen zum Nachbericht aus Berlin. Paul Ziemiak ist bei uns, der Generalsekretär der CDU. Einen schönen guten Abend nochmal. Guten Abend, danke für die Einladung. Herzlich gerne eure Fragen direkt hier an uns. Und wir beginnen mit der Frage von Maurice Schiller. Wie schwer würde es der CDU fallen, nach so langer Zeit Regierungsverantwortung möglicherweise die Rolle der Opposition zu übernehmen? Regierung und Opposition, das ist ja etwas ganz Normales in der Demokratie, aber so ist mein Verständnis zumindest, wenn man sich für den Deutschen Bundestag bewirbt, als Person, aber auch als Partei, dann hat man ja Ideen, man hat ein Wahlprogramm, man hat Zukunftsvisionen für dieses Land und natürlich möchte man die umsetzen und gestalten. Und wenn man zurückblickt, was wir alles erreicht haben, dann will man auch diesen erfolgreichen Weg fortsetzen und deswegen ist natürlich das Ziel, die nächste Bundesregierung zu führen. Da gibt es viele Fragen dazu, die Sie in eine ähnliche Richtung gehen. Ich stelle mal die von Jonas Klavitter. Würde der CDU nach 16 Jahren an der Macht nicht eine Legislaturperiode Opposition auch mal ganz gut tun? Es geht ja gar nicht darum, was jetzt tut jetzt welcher Partei gut, sondern es ist ja im September eine sehr, sehr ernsthafte Richtungsentscheidung. Driftet unser Land nach links ab? Geht es in eine sehr ideologische Richtung oder bleibt eine Partei wie die Union die letzte verbliebene Volkspartei, die versucht auch übrigens in der Gesellschaft, wo so viele Differenzen gibt, das Versöhnende in den Mittelpunkt zu stellen, in der Regierung und führt weiter in dieses Land. Und ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, dass wir um jede Stimme kämpfen und dann am Ende gewinnen. Da geht es nicht, was tut welcher Partei gut, sondern was ist jetzt wichtig in dieser Zeit, wo es übrigens in Europa auch sehr, sehr schwierig wird in den kommenden Jahren, richtig für unser Land. Die SPD hatte ja auch mal vor, sich in der Opposition zu regenerieren, ist dann wieder in die Regierung mehr oder weniger gezwungen worden und so richtig gut getan hat es der aber auch nicht. Ja, Frau Esken hat ja versprochen bei ihrer Wahl als SPD-Vorsitzende, dass sie die SPD in die Opposition führen wird und wahrscheinlich wird sie dann auch dieses Versprechen im September einlösen können. Warum glauben Sie, gibt es in anderen Volksparteien, wenn Sie sagen, die Union ist die einzige Verbliebene, dann sagen wir in anderen Parteien, wie zum Beispiel der SPD, wie den Grünen, so wenig Lobby- und Korruptionsaffären im Vergleich zur Union? Naja, wir sehen jetzt, also erstens, es ist ja, also unbestritten ist, glaube ich, dass die Grünen keine Volkspartei sind. Die SPD ist eine ehemalige Volkspartei. Sie hat ja ihr Kernklientel verloren, der Arbeiterschaft. Das wird schon lange, das haben jetzt Diskussionen übrigens zwischen Frau Esken und Herrn Thierse gezeigt, die Sprache auch ihrer früheren Klientel wird ja gar nicht mehr gesprochen. Und da ist die einzige Partei, die versucht, wirklich alle Gruppen der Gesellschaft miteinander und füreinander zu mobilisieren, ist die Union. Und diese Fälle, die es jetzt gab, die schockieren mich selbst, wie jeden anderen Vernünftigen in der Union und außerhalb der Union. Und wenn wir zurückblicken, es gab so viele Dinge, von Kinderpornografie über Drogenhandel bei allen möglichen Fraktionen. Da muss ich sagen, habe ich immer die Auffassung vertreten. Dann lieber Korruption? Nein, das ist, wenn es diese Fälle gab, bei den Sozialdemokraten mit der Kinderpornografie, bin ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, das ist die SPD, weil sie auch falsch wäre. Und als Politiker der Grünen hier von der Polizei eben im Drogenmilieu angetroffen wurden, habe ich auch nicht gesagt, das sind die Grünen, sondern das sind jetzt Leute, die raus müssen aus der CDU, die nichts in unserer Fraktion und auch nichts in unserer Partei verloren haben. Und wir haben schnell gehandelt. Jetzt sind Wahlkämpfer wie zum Beispiel Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, der schon Anfang Juni eine Landtagswahl bestehen muss, natürlich in einer Situation. Bis dahin ist das ja nicht einzufangen. Also das ist ja so wenig Zeit, dass es praktisch undenkbar ist, dass bis dahin diese Affäre vergessen und möglicherweise vergeben, darum geht es ja eher bei den Wählern, ist. Was geben Sie als Bundespartei einem Wahlkämpfer, der jetzt so bald da bestehen muss, an die Hand, um das Vertrauen wieder zurückzukriegen? Wir räumen auf und wir haben klar gezeigt, solche Leute haben in der Partei und auch in der Fraktion, Ralf Brinkhaus hat das getan, übrigens sehr klar als Fraktionsvorsitzender, haben nichts zu suchen. Und wir sind diejenigen, die sich freuen, dass Menschen berufstätig sind oder auch ihren Beruf weiter ausüben, wie zum Beispiel als Landwirt, als Metzger, als Anwälte, wie auch immer. Aber dazu gehört auch Transparenz. Und wenn es um jemanden gibt, der über jeden Zweifel erhaben ist, wenn es um die Frage von Unabhängigkeit und Bestechlichkeit geht, dann ist es Rainer Haseloff. Dieser Mann steht für Stabilität, aber auch für Vertrauen in Politik. Und deswegen werden wir ihn so gut wir es nur können unterstützen. Die Frage ist ja, wenn viele
Abgeordnete, Sie sagen, es sind Einzelfälle, aber es sind unterm Strich ja inzwischen relativ viele Einzelfälle in CDU und CSU. Ist die Frage, gibt es da ein strukturelles Problem, also zumindest ein strukturelles Problem, dass sowas nicht früher auffällt? Aber wir müssen dann noch sensibler werden, alle miteinander übrigens. Deswegen arbeitet die Fraktion an einem Verhaltenskodex. Wir als CDU haben das auch noch mal ganz klar deutlich gemacht. Wir werden alle Kandidatinnen und Kandidaten abfragen zu ihren Lobbytätigkeiten, zu Nebeneinkünften und werden da sensibilisieren. Nochmal, wir wollen, dass Menschen mit unterschiedlicher Erfahrung fürs Parlament kandidieren. Aber klar muss sein, die Haupttätigkeit ist das Mandat. Und solche Dinge übrigens in der Krise, die Hand aufzuhalten, das gehört sich einfach nicht. Das ist weniger übrigens auch eine Frage von Berufsethos als von charakterlicher Eignung. Weil Sie das Wort gerade angesprochen haben, da passt es ganz gut zu. Würden Sie sagen, die CDU befindet sich in einer Krise? Wir sind jetzt in einer Jahrhundertpandemie, in einer Jahrhundertkrise und die Union ist sehr eng verknüpft mit dem Krisenmanagement und wir alle spüren, das läuft nicht richtig, vor allem wenn es ums Impfen geht. Da wünschen wir uns alle, es muss schneller geimpft werden, es muss mehr getestet werden und die Menschen sind müde nach all den Monaten der Einschränkungen und natürlich ist das auch eine Ursache dafür, warum die Union jetzt auch in den Umfragewerten so dasteht. Jetzt haben Sie die Frage trotzdem nicht beantwortet. Also ja, würden Sie sagen, die CDU ist in einer Krise? Natürlich ist das jetzt eine Situation, wenn man sich auch die Umfragezahlen anschaut, wenn man einfach ans Telefon geht. Und das tue ich jeden Tag, wenn Menschen aus meinem Wahlkreis, aus dem Märkischen Kreis mich anrufen und mir erzählen, was sie besonders bedrückt. Das ist das Thema Schule, Bildung. Das sind vor allem die Gastronomen, die Einzelhändler. Und dann gehen die Umfrage zurück. Wir alle sind miteinander in einer Krise. Und die Union steht besonders natürlich für staatliches Handeln. Und deswegen sind wir alle miteinander jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Da gibt es nichts drum herum zu reden. Margret Gorges fragt, warum müssen Richter für jeden Cent Nebeneinnahmen eine Genehmigung beantragen und Abgeordnete nicht? Ja, es ist so, dass es gibt einen Unterschied, das vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, es gibt einen Unterschied, ob man ein öffentliches Amt innehat, also Amtsträger ist, das sind zum Beispiel Mitglieder der Regierung, auch wenn sie Politikerinnen und Politiker sind, Staatssekretäre, Richter. Aber die Abgeordneten des Bundestages haben ein Mandat, sie dürfen also einer anderen Tätigkeit nachgehen. Sie haben auch nicht alleine als Person so viele Befugnisse wie beispielsweise ein Richter. Sie wirken mit natürlich an der Gesetzgebung, aber eben nicht ausschließlich alleine. Es ist die Vertretung des Volkes, das einzige Verfassungsorgan, was direkt vom Volk gewählt wird. Und deswegen gibt es dort viele Unterschiede. Und zum Beispiel auch man kann Abgeordnete wählen und wieder abwählen. Sie bekommen nicht lebenslang eine Pension. Auch diese Dinge sind ein Unterschied. Und deswegen dürfen Abgeordnete grundsätzlich auch ihrem Beruf weiter nachgehen. Die Fraktion, in der Sie ja auch Mitglied sind im Deutschen Bundestag, hat gestern eine Grafik getwittert, wo der Impffortschritt Deutschlands gezeigt wird mit dem Text: Deutschland wird für sein Impfmanagement im Kampf gegen Covid-19 kritisiert, zu Recht, keinesfalls. Und dann sieht man, dass das auf dem ersten Blick zwar ganz gut aussieht, auf den zweiten Blick wird das aber mit dem weltweiten Durchschnitt verglichen. Länder wie Großbritannien, Ungarn, die USA, Chile oder Israel, in denen das Impfen weit besser läuft, fehlen in der Grafik. Weil die Frage von vielen kam, wieso vergleicht sich die Union jetzt nur noch mit den Schlechtesten? Wir müssen uns immer als Union und vor allem als Deutschland mit den Besten vergleichen. Und da ist unser Anspruch, dass es so, wie es bisher lief mit dem Impfen, nicht weitergehen kann, sondern wir müssen schneller werden. Wir müssen mehr impfen, jeden Tag, jetzt vor allem zu Ostern, diese Ostertage übrigens nutzen. Und unser Anspruch als Bundesrepublik Deutschland ist immer der Vergleich mit den Besten. Und trotzdem, die Grafik ist nicht falsch in der Sache. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ich schaue auch immer, wer kann es noch besser als wir selbst. Und das muss unser Anspruch sein. Das heißt, Sie hätten die Grafik jetzt so auch nicht unbedingt vertwittert. Ja, die Grafik ist ja richtig in der Frage. Und sie ist richtig, dass so sind die Zahlen im weltweiten Vergleich. Übrigens auch mit dem EU-Durchschnitt, der ist ja auch dargestellt. Und trotzdem ist es absolut berechtigt zu sagen, wir wollen immer den Anspruch haben, so ist auch unser Selbstverständnis, der Vergleich mit allen, mit denen, die es noch besser machen. Kommen wir mal zum Thema Corona, weg von der Maskenaffäre. Ihr Parteichef hat diese Woche im Landtag in Nordrhein-Westfalen gesagt, dass er die Hoffnung hatte, die dritte Welle würde mit dem Frühling verschwinden. Viele Experten sagen aber schon bei der zweiten Welle, haben die auch sehr oft richtig gelegen, dass diese exponentielle Entwicklung längst da ist. Wie erklären Sie sich, dass Armin Laschet offenbar mehr auf das Prinzip Hoffnung setzt als auf Wissenschaftler? Ich glaube, er hat etwas zum
Ausdruck gebracht, was uns allen zuging, zu sagen, wenn wir jetzt eben testen, wenn wir die Abstände einhalten, wenn wir die Hygienekonzepte befolgen, dann haben wir Hoffnung, dass es nicht zu einer dritten Welle kommt. Und das ist etwas, was er zum Ausdruck gebracht hat und ich finde richtig ist. Aber er sagt auch gleichzeitig immer, hat er übrigens in der Regierungserklärung auch getan, zu sagen, wenn die Zahlen steigen, dann müssen wir vorsichtiger sein, bestimmte Maßnahmen nachschärfen und wenn die Zahlen sinken, dann müssen mehr Öffnungen möglich sein. Jetzt kommt noch etwas Drittes hinzu, das hat er auch gesagt, nämlich dort, wo Testungen möglich sind, ist ja Test kein Selbstzweck, sondern es muss für die Menschen mit einem Vorteil verbunden sein, zum Beispiel, dass man etwas darf, was man vorher nicht durfte. Warum hört man nicht konsequent auf Experten, die sagen, 2-3 Wochen komplett alles dicht machen? Naja, wir sehen ja schon, dass wir es in der Vergangenheit diese Dinge gemacht haben mit unterschiedlichem Erfolg. Man muss aber mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ja immer wieder sprechen. Dazu gehören übrigens nicht nur Virologen, sondern dazu gehören auch Kinderärzte, gehören viele andere. Und dann sich fragen, welche Folge hat eigentlich etwas. Wir haben sind da jetzt eine Situation, wo wir mit dem Testen durchaus ziemlich zuverlässig umgehen können und Dinge wieder ermöglichen können. Aber die Frage war, warum nicht einfach mal 2-3 Wochen wirklich komplett alles, was irgendwie geht, schließen, um zu gucken, was da für ein Erfolg bei rauskommt? Weil es auch dafür keine Garantie gibt. Übrigens finden Sie auch keinen Wissenschaftler, der Ihnen sagt, 2-3 Wochen zu und dann ist das Problem gelöst. Wenn es so einfach wäre, glauben Sie es mir, hätte es jeder doch gemacht. Aber so ist es nicht. Das, was Sie zitieren, ist nur ein Teil der Antwort. Die Antwort ist, jetzt erstmal zumachen, 2-3 Wochen, und dann gucken, was passiert. Und was ist, wenn die Zahlen dann weiterhin hoch sind? Dann machen wir nochmal 3-4 Wochen, dann nochmal 6-7 Monate. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich mich natürlich frage, was sagen andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nicht im Sinne von anderer Meinung, sondern welche Folgen hat das für ein Kind, wenn es monatelang nicht in der Schule war, monatelang nicht mit einem anderen Kind spielen durfte? Das muss man im Auge behalten. Und deswegen ist zu sagen, erstmal 3 Wochen zu und dann gucken, was passiert, ist vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die richtige Antwort. Halten Sie die Beschlüsse, die jetzt bei der Ministerpräsidentenrunde am Montag getroffen wurden, also eigentlich nicht furchtbar viel Neues, sondern nur das Verständnis, wir wollen, wenn die Inzidenz 100 überschreitet, diese Notbremse ziehen, für angemessen, damit über Ostern zu kommen? Oder glauben Sie, dass für Ostern noch irgendwo nachgesteuert werden muss? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Wir sind jetzt in der K-Woche. Und wir haben diese Regelung des sogenannten Ruhetages oder Osterruhetages. Das war handwerklich nicht gut. Da braucht man gar nicht drum herum zu sprechen. Jetzt wieder mit neuen Dingen zu kommen, die irgendwie Mittwoch oder Donnerstag gelten sollen, das halte ich einfach in der Sache jetzt für zu spät und auch für nicht richtig, sondern jetzt das, was schon gilt, einhalten. Das heißt, alle Hygienekonzepte und dort, wo Öffnungen geplant waren, nach den Beschlüssen von Anfang März der MPK, wenn die Inzidenz von 100 überschritten ist, nicht machen, zurücknehmen oder es gibt die Möglichkeiten des Testens, also testen, 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 das ist jetzt der Weg und nicht vergessen, ich will es nochmal sagen, auch diese Ostertage jetzt nutzen, diese Karwoche und die Ostertage, um möglichst so viel wie möglich zu impfen. Jetzt hat Ihr Parteifreund Tobias Hans aus dem Saarland schon angekündigt, nach Ostern wird im Saarland wieder mehr geöffnet, auch mehr als in den meisten anderen Bundesländern überhaupt denkbar ist. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, sich bei einer Ministerpräsidentenkonferenz hinzustellen und zu sagen, na, wir wollen eigentlich irgendwie möglichst viel zuhalten, um dann am Tag drauf zu sagen, aber bei uns gibt es Möglichkeiten, da sehr schnell wieder was zu öffnen? Er verbindet das ja auch mit einem Testkonzept. Es gibt jetzt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Herangehensweise. Das muss jetzt jedes Land für sich selbst entscheiden und wir werden in den nächsten Tagen und dann auch Wochen sehen, wie erfolgreich welche Maßnahme war. Das ist so, das ist auch keine parteipolitische übrigens Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die von den in der Landesregierung vertretenen Ministerinnen und Ministern, von den Ministerpräsidenten entsprechend beschlossen werden muss. Jetzt klang ja eben schon an, dass im Augenblick die Umfragewerte nicht so sind, wie Sie sich das vorstellen. Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass bei 25, 26% die Union im Augenblick liegt,
Ist das ein Zeichen, dass Sie jetzt ganz schnell, schneller vielleicht als geplant, den Kanzlerkandidaten küren müssen, damit derjenige, der die Union wieder aus diesem Tief rausführt, auch tatsächlich ein Gesicht hat? Also ich wusste, dass die Frage kommt. Ich wusste nur noch nicht, an welcher Stelle. Ja, es ist da gibt es nichts Neues. Wir haben vereinbart, CDU und CSU, Markus Söder und Armin Laschet, zwischen Ostern und Pfingsten wird es dazu eine Entscheidung geben. Die Frage ist eben, weil Sie ja auch die Partei strategisch in diese Richtung führen sollen, ist es nicht dann angezeigt, dass das jetzt eher näher an Ostern als an Pfingsten, also dass man sich nicht so viel Zeit lässt, wie da wäre, um einfach demjenigen, der es dann wird, die Gelegenheit zu geben, er ist jetzt das Gesicht, der das da rausführen soll. Nur mal, der Zeitplan ist ja fest, das heißt weder näher an dem einen Tag noch näher an dem anderen Tag. Irgendwann in diesem Zeitraum wird es eine Entscheidung geben. Das Wichtigste ist jetzt, weil Sie sagen, strategisch die Partei aufstellen. Strategisch ist es, es gibt eine ganz einfache Antwort. Die Menschen wollen gut regiert werden und das heißt, gut durch diese Pandemie kommen. Die Menschen sind müde von diesen Einschränkungen. Sie wollen geimpft werden, sie wollen ihren Impftermin bekommen und sie wollen möglichst schnell wieder ein Leben führen, wo sie Dinge machen dürfen, wie sie es bisher gewöhnt waren. Dazu gehöre ich. Sie wahrscheinlich auch und viele andere auch. Geben Sie uns einen Einblick in das, wie so ein Entscheidungsfindungsprozess in der Partei stattfindet. Wenn jetzt gesagt wird, zwischen Ostern und Pfingsten, dann wird es ja nicht so sein, dass eines Morgens die beiden Herren miteinander telefonieren und sagen, auch heute wäre ein günstiger Zeitpunkt. Wie passiert sowas? Das passiert ja nicht so häufig. Auch das ist möglich. Also Armin Laschet und Markus Söder werden sich gemeinsam besprechen und dann den beiden Präsidien einen Vorschlag machen von einer Person und dann werden wir darüber beraten. Jetzt ist die Union, vor allem aber auch die CDU im Augenblick in einer Situation, wo in Baden-Württemberg Koalitionsgespräche stattfinden. Da zeigt sich das, was im Bund möglicherweise dann auch irgendwann mal möglich ist, dass eine Regierungsbildung ohne die Union, ohne die CDU denkbar ist. Wie wichtig ist ein Signal aus Baden-Württemberg für Sie, auch für das, was bis zum Bundestagswahlkampf kommt, dass Sie da an der Regierung beteiligt bleiben und nicht eine Ampelkoalition, die rechnerisch da ja auch möglich ist, da das Zepter übernimmt? Also ich schaue mir einfach an, was ist gut fürs Land. Und wenn man sich die letzten 5 Jahre anschaut, wie in Baden-Württemberg regiert wurde, Thomas Strobel und Winfried Kretschmann, CDU und Grüne, Grüne und CDU, dann muss ich sagen, war das nicht so furchtbar schlecht. Es gibt unterschiedliche Perspektiven der beiden Parteien. Das hat man ja ausgetragen im Landtagswahlkampf. Und deswegen werden das die Verantwortlichen vor Ort gemeinsam entscheiden. Da will ich mich gar nicht einmischen. Aber ich kann zumindest im Rückblick feststellen, dass so furchtbar schlecht nicht regiert wurde, ganz im Gegenteil, sondern vieles auch gerade im Bereich der inneren Sicherheit gut gemacht wurde. André Höppner möchte gerne wissen, wie viel Freizeit ein Generalsekretär der CDU während der ganz normalen Sitzungswoche hat. Wie viel Freizeit haben Sie? Zur Wahrheit gehört dazu nicht nur zu wenig, sondern so gut wie keine. In einer Sitzungswoche, aber auch außerhalb von Sitzungswochen, ist es relativ schwierig, irgendwas anderes zu machen. Man muss sich das schon sehr fest vornehmen. Und dann, wenn man sich zum Beispiel einen Mittwochabend vornimmt, irgendwas zu machen, jetzt vor der Pandemie, sagen wir mal ins Kino zu gehen oder ins Theater, dann muss man diesen Abend wirklich gegen sein eigenes Team sehr, sehr vehement verteidigen, weil jeden Tag etwas Neues kommt. Und selbst wenn Sie einen Nachmittag frei haben oder noch nichts geplant haben, sagen wir es mal so, kommen so viele Dinge zusammen. Also es ist etwas, das fehlt einem. Die Zeit, auch mit Freunden am Wochenende. Jetzt kann man sowieso nicht viel machen, aber in Zeiten ohne Pandemie war das auch so, dass es sehr schwierig war. Dann beenden wir diese Runde mit der Frage von Daniel Winter. Wie hoch sind Ihre Nebeneinkünfte? Meine Nebeneinkünfte sind veröffentlicht. Ich habe, also nur um das mal klarzustellen, ich bekomme nur noch eine zusätzliche Entschädigung als Generalsekretär der CDU Deutschlands, aber ich habe keinen Nebenjob. Und da haben Sie ja gerade gesagt, dass das ein abendfüllendes Unterfangen ist. Das ist also, ich habe nicht mal Zeit für Hobbys, geschweige denn für irgendwelche Nebentätigkeiten. Also außer Generalsekretär und meine Bundestagsmandate habe ich keine Bezüge. Ich muss dazu, nur falls Sie da recherchieren sollten, es ist zutreffend, ich lobbyiere für die CDU im Parlament. Das haben wir gemerkt, auch außerhalb des Parlaments. Herzlichen Dank für den Besuch im Nachbericht aus Berlin. Paul Ziemiak, schönen Dankeschön. Dank und einen schönen Abend. Tschüss.